Und nun müssten wir eigentlich nur noch dafür sorgen, das passt nicht. Oder? Oder kriegen wir, warte mal, kriegen wir hier drunter? Das geht. Müssen wir aber auch gar nicht. Wir können direkt das Rohr da längs legen. Nee, warte mal. Da muss man noch Eisen längs. Oh Gott, das ist echt mies. Warte mal, dann machen wir das anders. Wir packen das Eisen oben rein. Weil hier können wir anscheinend mit dem Rohr längs gehen. Ohne, dass es irgendjemanden stört. Da gehen wir jetzt auch wieder bis hier. Oder sagen wir mal bis hier. Dann. Oh, wir brauchen wieder Rohre. Und zwar gar nicht mal so wenig. Verlängern mal kurz das Wasserding. Genau wie die anderen Sachen auch. Machen wir bis hier. Oh, da müssen wir jetzt aufpassen, weil der ist schon zu weit. Achso, ich stehe mir mal sie wieder selbst im Weg, natürlich. So, hier geht's runter. Da geht's rauf. Zack, Wasser. Verlängern wir noch um einen. Läuft. So, Wasser ist angeschlossen. Jetzt bauen wir erstmal die andere Seite nach und kümmern uns ganz zum Schluss ums Eisen. Ja, genau. Also nochmal zwei Chemiefabriken, die sind hier oben direkt dran gewesen, ne? Genau. Hoppala. Ihr baut Schwefelsäure. Du auch. Dann können diese Greifarme ja auch mittig stehen eigentlich, ne? Ich baue erstmal das Fließband. Das fließt in welche Richtung? Nach rechts rüber, dann müsste das andere nach links, ne? Ja, genau. Mal wieder ein Angriff, ist ja klar. Fang mal hier an, ist ja Wayne. So. Ja, die könnten ja dann an sich mittig stehen. Andersrum, so rum. Nee, hä? So rum. So, jetzt habe ich's. Ja, natürlich können die das. Dann mache ich das drüben auch. Weil jetzt, wo wir den Platz haben, ist es, glaube ich, ganz angebracht. Zack. Und zack. Rein theoretisch könnten wir jetzt auch beide hier anschließen, wobei ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht. Ich mache es jetzt mal trotzdem. Ist ja Wayne. Machen wir drüben genauso. So, da müssen wir jetzt erstmal noch schauen. Also, ich habe hier eigentlich nur alles angeschlossen. Oh, Beleuchtung muss ja nachher rein. Darf ich nicht vergessen, wir brauchen noch ein paar Rohre so nebenbei. Ach so. Hä? Ach so. Aha. Ein paar zu viele gebaut. Naja, egal. Passt schon. Also ein paar zu viele von den krummen. Ich gönne mir mal schnell ein Stückchen Kaffee. Moment. So. Der Vorteil bei dem Spiel ist ja, wenn man mal was zu viel baut, ist es total egal, weil man es irgendwann sowieso braucht. So. Machen wir noch ein bisschen länger den Kram. Und hier gehen wir einfach eiskalt rüber bis da und dann kommt die Geschichte ins Spiel. Und dann gehen wir einmal darüber. Und schon haben sie Wasser. Richtig. Hier, das passt aber auch gerade so, ne? Ja, hier ist es nicht. Oh, das geht schon. Der hat ja was bekommen, ne? Ja. Gut, dann ist ja alles cool. Jetzt müssen wir uns Gedanken drüber machen, wie wir da Eisen hinbekommen wollen. Das heißt, wir müssen wieder massenweise von den Dingern bauen, weil wir die erstmal noch verlängern müssen. Dann brauchen wir Tunnel. Und dann werden wir hier vorne Eisen längs laufen lassen. Und zwar kommen dazu die Greifarme hier rein. In... Ach nee, warte mal. Die machen ja erst Schwefel. Doch, warte mal. Wir müssten ja die Säure daraus bekommen, ne? Okay, Moment mal, ich muss mal was gucken. Hier ist ja die Batterie, genau. Die macht ja auch die Chemiefabrik. Das ist eigentlich ziemlich cool, wenn wir da Eisen längs laufen lassen. Weil die nachfolgenden Chemiefabriken könnten direkt sich von demselben Band das Eisen snacken. Kupfer wäre wieder ein anderes Bier dann. Was wir auf jeden Fall brauchen. Warte mal, haben wir noch? Ja, wir haben sogar noch welche. Cool. Dann machen wir die mal hier hin.
Ja, guten Abend Daniel, beziehungsweise Mortual, willkommen zum Stream. Ja, hat ein paar Veränderungen gegeben bei uns, ne? Nichts mehr mit Twitch und so, sondern nur noch über YouTube, zumindest vorerst. Wobei ich denke, dass vorerst erstmal eine ganze Weile sein wird. Hat als Nicht-Twitch-Partner einfach viel zu viele Vorteile. So. Du stellst her Batterien. Du machst es genauso. Und das hier ist eigentlich ganz simpel. Das machen wir einfach so. Ja, da schließe ich auch gerne beide an, weil da ist keiner sich selbst im Weg. Da hinten ist wieder Party. Eventuell müssten wir die Einlichter zusammenstellen. Ja, müssen wir. Denn folgendes, das Eisen wird hier längs laufen. Da muss nichts mehr rein, ne? Genau. Genau, das Eisen wird hier längs laufen. Wir könnten natürlich auch einen langen Greifarm nehmen. Und hier nehmen wir dann einfach einen kurzen für das Eisen, weißt? Ja, dann lassen wir das so. Dann machen wir das einfach so. So, fehlt halt nur noch das Eisen. Hust. Vor allem fehlt mir gerade Eisen, weil ich mehr von den Fließbändern bauen muss. Oh Mann. Ja. So langsam werden die Distanzen hier länger. So, da hauen wir mal einige durch. Ich nehme mal von hier auch noch ein paar Sachen mit. Dann können wir nämlich gleich weitermachen. Ich weiß, Fließbänder craften ist jetzt nicht so interessant, aber wir kommen da nicht drum herum. So. Halt. Wir haben da doch ein schnelles Fließband, ne? Oh oh. Ach komm, dann steige ich halt aus. Dieses Auto ist mir einfach zu gefährlich. So, ich sammle jetzt mal ein bisschen Eisen ein. Wir haben, glaube ich, oben noch ganz, ganz viel. Oh. Ja, die Geschichten können wir bald abreißen, weil die brauchen wir nicht mehr. Aber noch nicht. So, hier ist auf jeden Fall Eisen. Und das gönne ich mir jetzt erstmal. Dann können wir unten mal so ein bisschen mehr reinschmeißen, dass es langsamer in die Pötte kommt. Ja, und hier unten wollte ich nachher so ein gesammeltes Rohstofflager bauen. So ein provisorisches. Wo nachher alle Rohstoffe, die hier gefarmt werden, reinkommen. Wo nachher eine Zuglinie das ganze Ding unten hier runter zu unserer Sortieranlage bringt. Ja, das ist eigentlich der Plan. Aber bis dahin wird es, glaube ich, noch ein Weilchen dauern. Und in der Zeit snacke ich mir hier noch das Eisen weg. So, wie viel haben wir jetzt? Oh, ein bisschen was, nice. Ach komm, dann nehmen wir auch noch Kupfer mit. Wenn wir schon dabei sind. Ich werde die Sortieranlage gleich mal ein bisschen manuell füttern. So. Kisten bei dem Schwefel könnten wir nicht auch machen. Ja. Muss ich mir gleich mal angucken, wenn die Anlagen schon so parallel stehen. Bietet sich das eigentlich an, ja, hast du recht. So. Apropos Kiste. Ich werde hier auch nochmal eine Kiste hinstellen. Zack. Mach das mal eben leer. So. Ich glaube, die können noch mal ein paar Upgrades vertragen hier, weil wie gesagt, dieses Vorkommen ist halt auch im Weg. So, wir gehen jetzt erstmal runter zu unserem noch möchte gern Sortieranlage. Und danach gucken wir uns mal die Geschichte mit den Kisten an. Lol, hier ist auch schon alles voll. Ja, Kupfer ist echt am Ende momentan, genauso wie Kohle. Und das könnte zum Problem werden. Oder? Ja, das könnte in der Tat zum Problem werden. Deswegen sagte ich, wir müssen das Ding auf jeden Fall ausbauen. Ich lege jetzt mal keinen Kupfer drauf. Ja, wie gesagt, also deswegen müssen wir das Ding noch ausbauen. Aber jetzt machen wir erstmal die Geschichte mit den Kisten. Wir haben jetzt noch, warte mal...
Zwei Kisten. Ja, gut. Testen wir erstmal die eine Seite und dann die andere. Und Licht wollte ich bauen. Vergesse ich immer wieder. So. Fließbänder weg. Kiste hin. Dann kann ich hier auch meinen restlichen Schwefel mal entsorgen. So. Das müsste ja gehen. Machen wir auf der anderen Seite nochmal genauso, aber vorher brauchen wir noch Kisten, beziehungsweise machen wir die Fließbänder noch fertig. Und ich glaube, ich werde mal eben das Kupferfließband ein bisschen erweitern. Dann wird unten wieder ein bisschen was gebaut. Was für... Ah, ich bin so blöd. Was man halt nebenbei noch machen könnte, damit wenigstens die Produktion weitergeht. Wir können auch mal ein paar intelligente Kisten bauen. Ja, hier müsste das Lager dann hin. Greifarme haben wir ja, passt. So, reicht. Ja, wir stocken mal eben das Kupferlager ein bisschen auf. Das machen wir am besten hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, eine habe ich, glaube ich, versehentlich abgebrochen. Kann das sein? Naja, anscheinend zwei. Ach, keine Ahnung. So. Ach so, ich muss noch mal eben zwei Stahlkisten nachcraften. So. Die ackern sich erstmal zu Tode. Und jetzt machen wir hier bei dem Schwefel nochmal dasselbe wie drüben auch. So. Ach so, da sind sie ja. Und den überschüssigen Kram schmeißen wir da einfach mit rein. Und dann sollte das gehen. So, dann müssen wir hier noch ein paar Dinge erweitern, damit wir wissen, wo wir die Brücken setzen müssen. So, fangen wir am besten hier an. Dann wissen wir, wie es am besten passt. So, wir haben sogar noch ein paar Sachen drin, nice. So rum, genau. Hier machen wir das Ganze mit einem Greifarm. Wir müssen halt dann irgendwann mal gucken, dass wir genug Eisen herüberbekommen. Ich wollte das mit den Teilerbändern machen. Genau, stimmt, nicht mit dem Greifarm. Richtig, da war was. Nee, also dass wir bald genug Eisen mal bekommen. Oder das Lager ein bisschen kürzen vielleicht. Das ist auch eine Idee. Wir können aber mal gucken, was hier drin ist. Oh, siehst du, da kommt nie was. So, Teilerfließband, da brauchen wir gleich noch eins von. Was ist denn hier drin? Hier ist voll. Ja, siehst du, das ist viel realistischer hier. Dann verkleinern wir das Ganze ein bisschen. Wie sieht das hier aus? Genauso. Und hier? Im Prinzip auch so. Dann können wir noch ein Teilerband bauen. Und hier? Ja. Sollte gehen. Vielleicht kommt dann auf kurz oder lang noch ein bisschen Eisen durch. Sollte schneller gehen als bisher. Gut, dann müssten wir hier das Ding abreißen und da dann so einen Kollegen reinsetzen. Hubala, so rum, genau. Und stöpseln das Ganze dann dementsprechend so an. Dasselbe müssen wir gleich mit der anderen Seite machen. Auch da fangen wir aber am besten erstmal oben an mit dem Gedöns. Ich mache schon mal diese Verbindung hier. Oder auch nicht. Aber gleich auf jeden Fall. So. Zack. Zack. Und hier nochmal. So. Ja, die Höhe war das. Alles richtig, alles gut, passt. Gut, jetzt müssten wir hier natürlich nochmal eben, ne, das Übliche machen. Ich brauche mehr Eisen.
Wir werden nie genügend Eisen haben, wenn ich ständig was verbaue, ich weiß, aber irgendwann kommt da schon was an. Der erste. Ach so. Ich nehme einfach nur aus der ersten Kiste was raus. So. Ich denke mal, das langt dann erstmal wieder. Ein Teilerfließband haben wir ja schon da. Ah, da fehlen noch diese Unterführungen. Ja, passt schon. Der erste ist da. Den sammle ich gleich ein, so. Da kommt noch mehr. Warte mal, machen wir so. Dann können wir hier nämlich gleich... Nee, andersrum. So rum. Genau. Das Ganze aufteilen. Passt. Ich glaube, das könnte was werden. Bis hier dürfen wir, glaube ich, weiter nicht. Für alles Weitere brauchen wir noch die Kollegen, wo natürlich wieder Eisen fehlt. Ganz klare Geschichte. Ja, und danach muss ich echt mal ein bisschen Licht hier reinbringen. Und vor allem Beton. Ganz viel Beton. So. Keine Ahnung, ob es reicht. Ich nehme zur Not noch ein bisschen mehr Eisen mit. Wie geht's eigentlich dem Kupfer? Ach, das läuft wieder. Sehr schön. Zumindest zum Teil. So, bis hier die Reste verarbeitet worden sind. Ich glaube, das dauert noch, weil das Eisen... Nee, das ist schon raus. Krass. Hier kommen, dann stopfen wir die ganze Geschichte mal ein bisschen zu. Läuft. Ja, hier geht gerade gar nichts, aber ist egal. Hat sich halt heftig gestaut. Und tut's auch immer noch, aber Wayne... Passt schon. Die machen hier noch fleißig ihren Schwefel, da oben wird fleißig angegriffen. Ja, alles nichts Neues. Gut, wir können derweil hier noch weitermachen. Ach komm, dann machen wir das halt ein weiter. Ist ja egal. So, so, so. Ach, wir können das auch gleich komplett anpassen, ne? Huch. Nämlich so. Dann haben wir wieder alle auf demselben Stand, außer Kupfer. Aber Kupfer scheint ziemlich cool zu sein. Und hat den längsten. Gut. Dann, ach so, die Greifarme, genau. Die fehlen dir auch noch. So, und hier brauchen wir wieder die langen Kollegen. Zack, zack. Läuft. Und die müssten natürlich noch wissen, was sie bauen sollen, ne? Nämlich Batterien. Danach müssen wir halt gucken, dass wir da noch Kupfer ranbekommen. Wie gesagt, ist eher kein Problem. Das machen wir hier vorne. Über solche Greifarme. Und zum Raustransport nehmen wir wieder die langen Greifarme. Das machen wir einfach dann so, glaube ich. Genau. Müsste gehen. Mache ich drüben auch nochmal eben. Dann verarbeiten wir nämlich endlich mal ein bisschen Kupfer. Wo habe ich hier angefangen? Innen. Dann fangen wir hier auch innen an. Halt. Nee. Kupfer war rein, ne? Genau. Und die Batterien waren raus. So rum war das Ganze nämlich. Richtig. Habe ich die jetzt auch richtig gebaut hier? Ja, anscheinend schon. Auf jeden Fall rein. Passt. Ja, nice. Die Brücken sind fertig. Oder die Tunnel besser gesagt. Dann können wir hier schon mal anschließen. Der geht jetzt so rum. Daniel, es passen nicht alle Fließbänder unter einem. Und das sieht scheiße aus. Deswegen habe ich gesagt, ich mach alle. Passt schon. Das müssen wir kürzen. Hä? Naja, gut. Ach so, doch, hat was gemacht, okay. Der auch.